Mal kurz zum elektrischen Kurzschluss. Ja, damit ist das Wort kurz, damit das mal ein bisschen besser rauskommt, habe ich Folgendes mal vor. Ich habe eine ganz einfache elektrische Schaltung. Ich habe hier also eine Spannungsquelle, jetzt ist es egal, was für eine Spannung da rauskommt. Und das Rote betrachten wir noch nicht. Ich habe normalerweise einen Schalter, dann habe ich eine ganz lange Leitung zu einer Lampe, die will ich anmachen. Der Strom fließt zurück zur Spannungsquelle, fertig. Nichts Besonderes. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe beim Installieren einen Fehler gemacht und habe hier zusätzlich noch einen Schalter eingeschaltet. Der Weg, den der Strom normalerweise bestreibt, ist ja relativ lang. Darauf komme ich noch. Wenn ich aber hier fehlerweise einen Schalter reingemacht habe und den betätige, dann hat der Strom nur einen kurzen Weg. Deswegen auch Kurzschluss. Wenn man einen Verbraucher an eine Spannungsquelle anschließt, daher kommt das Wort Schluss, dann hat die Schluss. So, das bloß mal zur Bedeutung des Wortes. Also, wenn ich das also aus Versehen diesen Schalter schließe, den ich eigentlich hätte gar nicht so einbauen dürfen, dann passiert Folgendes: Dann fließt hier ein ziemlich hoher Strom. Der Strom macht sich nicht die Mühe, in Anführungsstrichen, hier hinten bis zur Lampe zu fließen und zurück, denn der Widerstand hier ist ja wesentlich geringer als der einer Lampe. Also nimmt sich der Strom den kürzesten Weg zurück zur Spannungsquelle und damit nichts passieren kann, hat man hier eine sogenannte Schmelzsicherung drin. Die schmilzt dann wirklich durch. Das ist ein dünner Draht, der normalerweise die Lampe durchaus aushält, aber wenn der Strom zu hoch wird, dann schmilzt sie durch. Und der Kurzschluss ist einstweilen beseitigt. Wenn ich dann die Schmelzsicherung einfach so wieder reindrehe und ich habe den Schalter immer noch geschlossen, dann wird die sofort wieder durchbrennen. Gut, also die Ursache wäre in diesem Fall eine Fehlschaltung. Jetzt nehmen wir mal an, beim Verlegen des Kabels unter der Wand hat man eigentlich alles richtig gemacht, das klappt auch, ist alles verputzt und später dreht man genau an der Stelle mal hier eine Schraube rein. Und verletzt die Isolierung. Man hat ja meistens schwarze und blaue Kabel in der Wand. Und verletzt die Isolierung von beiden Kabeln. Dann können sich die Leiter berühren. Demzufolge, bis hierhin wäre es ein relativ langer Weg, wäre auch hier elektrisch gesehen ein Kurzschluss. Weil der Widerstand zwischen den beiden Leitern jetzt 0 ist. Also, bis dahin müsste es klar sein. Jetzt mal Schritt für Schritt, was passiert ungewollt bei einem Kurzschluss? Ich habe jetzt als drastisches Beispiel, und macht das bitte nicht nach, den Akku eines Autos genommen. Nehmen wir an, ich habe hier einen Akku, der ist normalerweise so eingebaut, dass auch nichts passieren kann. Und ich habe ja am Akku, das ist eine Spannungsquelle, hier einen Elektronenüberschuss. Und wenn ich das über einen Scheinwerfer zum Beispiel, über eine Lampe, also eine Lampe betreibe und der Strom hier lang fließt durch die Lampe, dann gleicht sich der Ladungsüberschuss gemütlich aus, denn die Lampe bietet ja einen gewissen Widerstand. Gut, jetzt nehmen wir mal an, ich lasse aus Versehen beim Reparieren des Autos einen Schraubenschlüssel hier drauf fallen und jetzt kommen wir zu dem Fall. Dann wird wahrscheinlich die Lampe ausgehen, denn der Strom wählt sich mal wieder den kürzesten Weg. Achtung, da können 200 bis 1000 Ampere fließen, je nach Größe des Akkus. Und ich habe es selber schon erlebt, wir haben mal den Blödsinn gemacht, mit einem alten Akku noch einmal aufgeladen, um das auszuprobieren. Der fängt an, rot bis gelb zu glühen. Und natürlich war der Akku dann total im Eimer. Natürlich, klar, der Elektronenüberschuss hat sich jetzt direkt über den Akku, über den Schraubenschlüssel ausgeglichen. Aber im Inneren wurde es so heiß, dass da noch einiges zerstört war. Also die Folge ist, der Schraubenschlüssel glüht und wenn ich jetzt hier in diesem Fall keine Schmelzsicherung drin hätte, könnte es direkt zum Kabelbrand kommen. Das passiert beim Auto aber auch. Das muss ja nicht unbedingt ein Schraubenschlüssel sein, sondern so ein Kabelfehler wie oben gezeigt, kann durchaus auch passieren. Und das ist die im Allgemeinen die meiste Folge, wenn Autos anfangen zu brennen. Nicht wegen des Benzins oder wegen des Diesels, wie der da drin ist, sondern erstmal brennen die wegen eines Kurzschlusses. Ne, das kann hier unterwegs passieren. Die Kabel liegen ja im Allgemeinen paarweise irgendwo, beziehungsweise beim Auto nimmt man gerne das Fahrzeug als Masse, also das wäre dann das ganze Auto hier, dieser Draht. Ersatzweise habe ich einen Draht gezeichnet. Und wenn so ein rotes Kabel an der Masse reibt und dann wieder mal irgendwie die Isolierung verletzt wird, dann passiert sowas auch. Jetzt gibt es aber auch gewollte Kurzschlüsse.
Und darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber anderes Beispiel. Ein Kurzschluss muss nicht unbedingt immer mit wahnsinnigen Stromstärken einhergehen. Nehmen wir an, ich lasse mein Handy, noch geht es, ins Wasser fallen. Ersatzschaltbild für das gesamte Handy. Ich habe einen Akku. Plus und Minus. Nebenbei kann man sich gut merken, wenn ich so ein Batteriesymbol habe, den dünnen Stab, den kann ich durchbrechen und zum Plus legen, den dicken schaffe ich nicht, also bleibt es Minus. Ich habe da drin einen Hochfrequenzgenerator, der meinen Prozessor antreibt und allerlei Kram. Das habe ich mal ersatzweise jetzt hier mit einem Widerstand gekennzeichnet und ein Display, da habe ich jetzt nur eine Leuchtdiode genommen. Bei guten Handys kann es durchaus sein, dass wir im Strombereich von 1 mA liegen, also ein Tausendstel Ampere, nicht gleich paar Tausend oder paar Ampere. So, jetzt schmeiße ich das Handy ins Wasser. Ich habe das gleiche Schaltbild und dadurch, dass Wasser im Handy ist, kann es durchaus dazu kommen, dass das Handy kurzgeschlossen wird. Allerdings, der Widerstand von Wasser ist relativ hoch. Und deswegen habe ich ersatzweise mal diesen blauen Widerstand hier reingemalt, der also einen Strom vom Akku über das Wasser von 5 mA verursacht. Dann bedeutet das für den Rest des Handys, das ja eigentlich 1 mA braucht, normalerweise einen elektrischen Kurzschluss. Obwohl, ne, nur kleine Ströme fließen, auch hier fließt nur ein kleiner Strom, aber das kann durchaus auch meinen relativ empfindlichen und kleinen Akku zunichte machen. Wie lange Akkus laufen, hier mal ein Link, Akkulaufzeit, da wird ja gerne Milliamperestunden oder Amperestunden angegeben, das bei großen Akkus, also beim Auto zum Beispiel oder hier bei Handy und Co. Ne? Ich schreibe mal Handy und Co. Also bei allen Kleinverbrauchern, da hat man solche Akkus. Wie das funktioniert und wie lange so ein Akku hält, dazu hier der Link. Das Video wartet hier, ihr verpasst nichts. Jetzt zum gewollten Kurzschluss. Wir nehmen mal folgenden Fall an. Ich habe irgendein elektrisches Gerät und das Gerät selber ist defekt. Ich habe zwar den Schalter geschlossen, aber es geht einfach nicht. Wenn ich das reparieren will, sollte ich um Gottes Willen den Schalter ausmachen. Das ist bis dahin noch klar. Aber Achtung, über diese Diode hier wurde ein Kondensator, das ist ein Stützkondensator, in Verstärkern wurde der gerne verbaut, damit eine schöne gleichmäßige Gleichspannung da ist, die auch mal einen Puff aushält, wenn mal ein starker Bass kommt oder sonst was. Aber davon jetzt abgesehen, 1 Millifarad sind 1000 Mikrofarad. Das ist also ein dicker Kondensator. So, und jetzt habe ich hier eine Gleichspannung an diesem Kondensator anliegen. Die Gleichspannung brauche ich für mein Gerät. Wenn ich jetzt ausschalte, hat der Kondensator aber noch seine Gleichspannung. Da kann das Gerät defekt sein, wie es will. Diese Gleichspannung steht. Wenn ich jetzt hier schon anfange zu arbeiten, kann es passieren, dass diese hohe Kapazität ganz schnell mal, ich brauche bloß mit dem Schraubenzieher ein bisschen an ein falsches Teil zu kommen, ganz schnell mal einen sehr hohen Strom auslöst und dann kann es mein Gerät noch mehr kaputt machen. Oder wenn die Spannung hoch genug ist, ich kann mich durch einen Stromstach verletzen. Deswegen nimmt man nicht nur den Schalter und lässt den aus oder zieht besser gesagt den Netzstecker, ne? Sondern man nimmt einen relativ kleinen Entladewiderstand parallel zum Kondensator. Wenn ich das direkt mit dem Kabel machen würde, würde es wieder einen Puff geben, dann hätte ich diesen Kondensator kurz geschlossen und der Strom wäre sehr hoch. Muss nicht sein. Nimmt man also einen kleinen Entladewiderstand, das Gerät ist immer noch defekt. Dann repariert man das Gerät und lässt aber bis zum Ende der Reparatur diesen Entladewiderstand parallel zum Kondensator geschaltet. Wenn dann alles in Ordnung ist, kann man den wieder entfernen, anschalten und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte mal zum Thema Kurzschluss, gewollt und ungewollt oder umgekehrt, noch einiges erklären. Ich werde zum Schluss hier wieder Links zu den Playlists anfügen, die relevant sind, wo ihr noch weiter euch bilden könnt. Aber wie gesagt, auch hier oben war ja noch was. Gut, na denn, ich hoffe, ich habe das ausreichend erklärt und sage einfach mal Tschüss.